dann mal gucken, wie weit die drei Mannschaften der Gruppe A weiterkommen. Italien als Erster, dann Schweiz und Wales, beide recht stark. Und Gruppe B hat dann, glaube ich, Belgien, Russland, Finnland, die Dänen, keine Ahnung, also ja, Dänemark, Russland, Finnland auf jeden Fall hinter Belgien. Und ja, die anderen Gruppen wird man halt sehen. Ich meine, dass die Engländer, Schotten und die, ja, die anderen halt, und dann noch in Spanien und Schweden, Österreich und Holland und ja, die anderen Gruppen. Aber erstmal gucken nach A und B, weil die kommen ja in den nächsten 2 Tagen dann.